Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Cannon Fodder. Immer noch in der Mission 7 Phase 3, glaube ich, ja. Und ich bin jetzt gewollt, das hier zu schaffen. Und jetzt versuchen wir das nochmal. Also, komm, rein in dieses Auto. Hier hoch. Darum den Tod schießen. So, das ist schon mal gut geklappt. Das ist doch schon mal gut geklappt. Jetzt zieht er wieder komplett nach links rüber. Ah! Da. So, ihn hier nochmal. So. Ich bin aber eigentlich ganz guter Hoffnung, dass wir das in diesem Part hinkriegen. Weil im Prinzip ist das nicht mal eine groß schwierige Mission. Ich glaube, man muss einfach nur ein bisschen besser mit dem Auto klarkommen. Und diesmal hat er uns nicht erwischt. Das ist auch ein gutes Zeichen. Pass auf, jetzt schaffen wir das bestimmt. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Leute in dieses. Warte mal. Wie viele Leute in dieses Fahrzeug reinpassen. Ich habe gerade überlegt, ob es möglich ist, aus dem Fahrzeug heraus die Bomben zu schmeißen, aber das. Oh, war knapp. Das klappt anscheinend auch nicht. Aber es reicht ja, wenn wir beschießen können. So, komm her. Oh, bei der Tor-App geht los. Ja, die zweite Liga fängt an, richtig. Oh Gott, war das knapp. Es ist so zum Kotzen, ne? Ich wollte ihn einfach nur umfahren. Ja. Also, wenn es jetzt eine richtig hammerschwere Stelle wäre, dann würde ich sagen, okay, anspruchsvoll ist in Ordnung, da sind mehrere Versuche in Ordnung. Aber das hier ist eigentlich nicht anspruchsvoll, das ist gerade einfach nur dumm. Und nicht unbedingt vom Spiel dumm, oder? Ja, vielleicht, ich weiß es nicht. Das Fahrzeug hätte man irgendwie anders. Naja, es ist ein altes Spiel. Aber es macht keines. Also nicht denken, dass ich das Spiel nicht mehr mag, ne? Das macht das Spiel auf keinen Fall schlecht. Es ist halt technisch nicht so super gelöst. Aber gut. Das ist verziehen beim Spiel von 93. So. Okay, ich habe ihn erledigt. So, jetzt darüber. Ja. So, einmal noch und dann müssen wir raus aus dem Fahrzeug. Steig aus. Ich habe ihn erledigt. Da ist noch einer. Da sind noch mehr! Die haben mich doch nicht alle drei gleichzeitig erschossen. Das kann mir doch keiner erzählen. Boah, okay. Jetzt sind wir aber schon relativ weit gekommen. Das ist ja. Das fand ich jetzt ein bisschen sehr, sehr fies, muss ich sagen. Also drei Leute gleichzeitig gestorben da im Wasser. Und ich habe jetzt nicht gesehen, warum so wirklich. Natürlich kann ich da noch mit dem Auto weiterfahren, aber das bringt, glaube ich, in dem Fall dann nicht mehr viel. Weil, ja. Ich kann mit dem Fahrzeug nicht ins Wasser. Und deswegen ist es schon sinnvoll, da vorne auszusteigen. So, das hat ja ganz gut geklappt. So. Sieht ganz gut aus, ne? Wow. Warum denn nicht immer so? Komm. So. Warte, hier könnte ich mich ja aufsplitten, ne? Fällt mir gerade so ein. Okay, komm. Eine Rakete nimmst du mit. Die nehmen wir jetzt auch. Den will ich noch erledigen da. Okay, die Raketenwerfertypen sind platt. Das ist schön.
Was? Ach, ich bin gar nicht gestorben. Ah. Protect all civilians. Jetzt sehe ich das. Ah. Ich darf keine Zivilisten töten. Ja, das hätte ich... Oh, ja, okay. Das erklärt einiges. Ich bin gar nicht gestorben mit den drei Leuten im Wasser. Alles klar. Ich habe das verstanden. Alex schaltet, war ich noch ein bisschen spät. Aber ist okay. Gut. Das kriegen wir jetzt aber auch noch irgendwie gebacken, ne? Also, mittlerweile klappt das mit dem Auto ja einigermaßen gut. Seitdem ich jetzt weiß, dass ich hier im Auto schießen kann, klappt das besser auf jeden Fall. So. Nein, nicht nach rechts ziehen! Ah, ist das da? Halala. Oder links, je nachdem, aus welcher Perspektive man das sieht. Aber wir werden, upsala, wir werden das jetzt in diesem Part schaffen. Egal, wie lang der Part wird. Und wenn der Part 25 Stunden lang wird, ist mir egal. Diese Mission schaffen wir jetzt in... Oder, ja, die Mission auch. Die Phase und die Mission. Damit wir im nächsten Part auf jeden Fall noch Mission 8 erleben. Weil ich hatte mir eigentlich vorgenommen, in der nächsten Session ist ja dann jemand zu Gast. Soll ich es verraten? Ich sag's einfach mal. Der Lars, der Viper-Fan Lars, wird zu Gast sein. Der ist nämlich großer Command & Conquer-Fan. Und ich denke, da das ja ein bisschen in die Richtung geht, wird er sich bestimmt über das Spiel freuen. Bitte wieder einsteigen. Ja. Und, ich hatte mir eigentlich vorgenommen, in den Busch zu springen. Nein. Zumindest bis Mission 10 zu kommen. Oder zu, Mission 10 zu schaffen. Da wir jetzt aber schon im vorletzten Part hier sind, wird das schwierig. Aber okay. Wenn wir das jetzt hier noch packen, können wir zumindest die 8. Mission noch erledigen. Vielleicht kommt ja auch mal wieder eine Mission, die nur eine Phase oder so hat. Das wäre ja auch mal ganz geil. So zwischendurch. Nee, so ist ja Entspannung. Und vielleicht auch mal was ganz Leichtes. Ich weiß, das ist ein bisschen viel verlangt, ne? Ah, ein Verlust ist zu verlusten. Zu verschmerzen. So. Okay. Okay, es hat geklappt. Auch ein bisschen mehr Glück als Verstand dabei gerade, aber ist okay. So. Dieses Fahrzeug, ne? So. Ruhig jetzt ein bisschen langsamer. Halt. So, ist gut. Fangen wir mit Steve an. Steve wird den Raketenwerfer-Typi töten. Und auch den. So, jetzt gehen wir hier hin. Und wechseln auf einen anderen. Auf Hugo. Hugo hat auch noch eine Rakete. Der wird den da oben töten. So, jetzt können wir mit Hugo eigentlich mal eben hier rüberschwimmen. Sag ich mal so. Oh, ein Seehund. Und jetzt müssen wir aufpassen, wir müssen die Gebäude zerstören, ohne die Zivilisten zu töten. Scheiße. Okay, der Seehund gilt nicht als Zivilist. Das ist schon mal schön. Ich wusste nicht, dass da noch einer steht, Mensch. Was ist jetzt schon wieder? Ich habe keinen Zivilisten getötet. Ich hab da... Dann haben die den erschossen oder so. Also ich habe keinen erschossen, definitiv nicht. Nein. Jetzt lade ich hier den falschen Safe State. Nee. Der ist ja ganz am Anfang. Den will ich nicht. Da kann ich jetzt aber echt nichts für. Wenn die so dusselig sind und ihre oder die Leute da erschießen. Ich bin mir jetzt keiner Schuld bewusst gewesen. Ja, rein da. Hallo. Okay. So. Ja, bitte, bitte.
Alter, war. So. So, wisst ihr was? Ich bin jetzt so bekloppt. Setze an dieser Stelle nochmal ein Safe State. Es tut mir leid, aber ich halte das für sinnvoll. Weil wir diesen Kram ja immer wieder neu machen müssen sonst. So, jetzt habe ich einen neuen Safe State gesetzt. Wenn ich jetzt hier sterbe, ne? Dann hätte ich mich echt jetzt gerade für Safe State. So, okay, komm. Ich hänge da am Baum fest. Okay. Den nächsten bitte. Nimm mal Zippy. Hey, hey, Zippy. Hey, Zippy, hey. So, wie machen wir das jetzt am besten? Der Zivilist, der läuft dazwischen rum. Ich habe ihn jetzt gesehen, ja. Okay. Ich habe den Zivilist gesehen. Ah, das kriegen wir irgendwie hin. Da ist auch noch ein Zivilist. Ah, ich bin tot! Scheiße. Oh! Alter Schwede, war das ein Krampf. Boah, aber ich hab's, wie versprochen, wir haben's doch in diesem Part geschafft. Und wir kriegen vielleicht sogar noch ein Stück von dem nächsten zu sehen. Alter Schwede. Boah, jetzt will ich aber einen Schluck trinken. Die Mission, die hat mich aber richtig abgefuckt. Meine Güte, Jason, Roy, Peavy, aha. Bäh. Tubby. Lofty, ja, den kennen wir schon. Okay, oh. Arnie, es sind natürlich wieder einige gestorben. Aber das Gute ist ja, oh, Skiddy Norris. Wir kriegen ja auch immer wieder ein paar dazu. Porky, Bugsy. Mm. Greg und Gus, die kennen wir auch. Eddie. Oh Gott, Hugo. Wie viel denn noch? Das ist bisher letztes. Nee, Zippy war auch noch dabei. Die kenne ich noch, die Namen. Das kann nicht so lange her sein. Steve. Okay, es sind ein paar gewesen. Mal wieder hier richtig hinsetzen. So. Okay, dann gehen wir jetzt nochmal mit frischem Mut an die 8. Mission ran. Heroes in Victory, genau. Ginger ist jetzt mit vorne dabei. Der kriegt jetzt nochmal eine Beförderung. Der wird aber eh gleich tot sein, wie ich ihn kenne. Und wie ich mich kenne. Wieso ist der andere gestorben? War ich mit dem letzten unterwegs? Ach so, okay. Okay. Mache ich jetzt ein Safe State? Wir haben noch 51 Leute, ne? Ne, wir haben noch 585 Leute. Das ist ja eigentlich noch recht viel, ne? 51 Verluste. Ja, ich mache an dieser Stelle mal kurz ein Safe State. Und nenne das Ganze dann Mission 8. So. Haben wir gemacht. Okay, dann gucken wir uns jetzt mal die nächste Mission an. Ich bin gespannt. Mission 8. Wo sind wir? Wo sind wir denn? Hilfe, ich verhake mich hier gerade mit meinem Headset-Kabel. Das ist nicht gesund. Nicht fürs Kabel und nicht für mich. So. Kann losgehen. Guerilla Warfare. Okay. Wieder Dschungelgebiet, wie es aussieht. Das ist doch schön. Ich mag Dschungel. 4 Phasen ist allerdings wieder heftig. Have a nice trip. Mhm, bestimmt. Alle Gegner, alle Gebäude. Ja, okay. Vielleicht schaffen wir Phase 8 noch in dieser Session. Dann wollen wir mal gucken. Ein Part kommt ja gleich noch zur Aufnahme, aber das will ich jetzt eben schon. Komm, ich möchte doch einmal eben, wie ich es angucken. Dass ihr was Neues gesehen habt in diesem Part. Das wäre schön. Ja, 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 das wäre schön. Hallo.
Nein, endlich. Drei Soldaten. So. Karte. Ein Häuschen da oben links. Sieht doch gar nicht so schlimm aus, ne? Ich gehe mal mit allen drei los, wollte ich sagen. Das sind Fallen. Guck mal da sind Speere rausgekommen. Ein bisschen was eingesammelt. Also ich glaube, wir müssen hier aufpassen. Eingeborenen Fallen. Da sind Eingeborenen. Die lasse ich mal leben, ne? Erstmal. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jede Menge Typen hier. Ja, echt krass hier. Ah! Kann es sein, dass die Brücke vermieden wird? Hallo? Sag mal, ist es mal gut hier? Was ist denn hier los? Ich bin tot. Okay, eine interessante Mission. Da ist reichlich Action. Wir müssen ordentlich auf Minen aufpassen, wie es aussieht. Das machen wir dann im nächsten Part. Euer Alex sagt ciao. Bis zum nächsten Mal.